Ja, Tiny Häuser sind der ganz große Trend und wir besuchen heute die Familie Kohler. Die wohnt nämlich seit 6 Jahren in diesem wunderschönen Tiny House. Und sie wird uns auch verraten, was man alles bei der Planung beachten muss. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir rein und schauen uns das alles an. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Erstmal hier, das ist unser, eigentlich hier unser großer Wohnraum mit Küche und Esszimmer sozusagen. Speziell bei einem kleinen Haus wie dem Tiny House kommt es bei der Planung auf die Details an. Denn Platz zu verschenken, den hat man nicht. Wir haben hier ein Küchenmodul. Und das können wir, da es auf Rädern ist, können wir das so gesehen rum arrangieren oder wegstellen, damit wir hier einfach eine größere Fläche haben, falls wir mal 20 Gäste haben. Ne? Ja, das haben wir schon öfters gedacht, gell? Und dann kommt hier die lange Festtafel hin. Wir haben sicher ein Dreivierteljahr lang geplant, muss man schon sagen. Im vorhergehenden Haus aufgeklebt mit Streifen, dass wir so auch eine Vorstellung von den Ausmaßen hatten. Zumal wir eben aus einem sehr großzügigen Wohnhaus schon kamen. Also das Wohnhaus, in dem wir vorher waren, hat 150, 160 Quadratmeter, hat relativ viel Zimmern und wie auch immer. Es lief sehr gut, auch mit der Firma Schwörer in dem Fall. Ja, die uns auch noch ein paar Ideen gegeben haben. Das ist Arbeitszimmer, Kindersachen, Spielsachen, wenn die zu uns kommen. Und es war uns einfach wichtig, 2 Räume zu haben. Egal, was mal kommt, wenn man mal auch mal jeder seinen Raum brauchen sollte. Unter Tiny Häusern verstehen viele Menschen noch kleine Häuser in der Art eines Bauwagens am Waldrand mit ein paar Quadratmetern Fläche. Doch wer dauerhaft im Haus leben will, so wie Familie Kohler in ihrem Flying Space von Schwörerhaus, der sollte mehr Fläche haben. Also zu zweit würde ich schon das größte Modul nehmen. Ja. Es gibt Menschen, die leben in einem Schäferwagen und die sind zufrieden, glücklich, wie auch immer. Also das ist sehr individuell unterschiedlich, ja. Aber wenn man es jetzt mal auf eine Familie bezieht oder auch auf, wenn man zu zweit drin wohnt, würde ich schon sagen, dass man so, diese 50 Quadratmeter sind schon, denke ich, wichtig, ja. So, von unserem schönen großen Flur geht's ab in das Bad mit Dusche. Interessanteste Element, denke ich, ist diese verschiebbare Tür als Duschabtrennung. Einmal ganz schnell alles verstecken. Das ist die Speisekammer hier für uns, die ist auch ganz wichtig. Auf der Schwäbischen Alb hat man nicht überall einen Laden gleich um die Ecke rum. Und das ist die Vorratskammer und gleichzeitig mit einem Waschtrockner noch. Das ist eigentlich so der Raum, wo man alles verstecken kann, was man nicht hier so rumhaben will. Wie beim normalen Haus sollte man beim Tiny House auch an die Fassadengestaltung denken. Und hier hat jeder in der Familie seinen eigenen Geschmack. Ja, weil drüben das Holzhaus ist und wir wollten das zwar absetzen schon durch eine andere farbliche Gestaltung, aber dass sich das Element Holz, einfach der Baustoff Holz, auch draußen nochmal wiederholt. Da hatten wir ein bisschen unterschiedliche Auffassungen, also in der Frage, welche Farbe nehmen wir für die Holzfassade. Ich war eigentlich eher für Anthrazit eher. Aber im Nachhinein bin ich froh, dass wir dieses Schlamm genommen haben. Ja. Wirkt doch noch ein bisschen freundlicher, denke ich. So, hier hinten haben wir noch unseren letzten Raum. Das ist eben dieser zweite jetzt, unser gemeinsames Schlafzimmer. Unten ist dann noch irgendwie Rucksäcke oder irgendwas. Ja, ein Koffer, Rucksäcke. Was ich rausziehen kann, ja. Wie bei jeder Immobilie spielt am Ende auch der Kaufpreis eine wichtige Rolle. Ich muss so um die, ja, ich weiß es nicht, es war vor 6 Jahren, aber ich denke so 2.500 pro Quadratmeter muss ich wahrscheinlich schon rechnen insgesamt, also wenn ich es hochrechne, also so 140 ungefähr haben wir, glaube ich, letztendlich unterm Strich mit allem, mit Kaminofen und Schornstein, Außenschornstein.
ungefähr bezahlt. Ja. Also, es hat natürlich eine hochwertige Ausstattung, auch was die Dämmung angeht zum Beispiel. 6 Jahre im eigenen Tiny-Haus. So fällt das Fazit der Familie Kohler aus. Wir würden auch nichts groß anders machen. Also, da sind wir immer unterschiedliche Meinungen. Ich würde eine Schiebetür reinmachen. Aber ansonsten von der Raumaufteilung, von der Einrichtung selber, nee. Also auch nach 6 Jahren nicht. Auch von dem Lebenskonzept, wirklich als wir beide aus dem Großen raus und in ein Kleines rein. Wir sind getrennt, wir sind doch beieinander. Ja, also die Jungen machen ihr Leben, wir unseres und wir können aber auch jederzeit zusammenkommen.